Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video geht es natürlich um Halloween in GTA Online und was soll ich sagen Leute, es wird interessant. Hier ein kleiner Spoiler, es gibt wohl eine neue Mission und Leute, ihr seht es auch gerade schon, irgendwas schwebt da in der Luft, aber dazu kommen wir später. Denn ich möchte euch hier in diesem Video nicht die allgemeinen Informationen, die Rockstar uns schon gegeben hat, geben. Nein, ich möchte in diesem Video eher auf die Leaks eingehen, auf die Codings, was generell gefunden wurde, was generell auch vielleicht in GTA Online erscheinen könnte und praktischerweise eventuell auch heute an Halloween. Deswegen bleibt dran, seid gespannt und staunt, was das Zeug hält. Ich würde euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen, denn es ist Halloween und dann wird es deutlich gruseliger. Ne? Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall fangen wir doch erstmal an. Natürlich hat Rockstar Games vor 2 Tagen einen Post rausgehauen zu Halloween. Natürlich will ich euch jetzt nicht sagen, hey, da fette Rabatte, da doppelt Geld RP. Uninteressant. Nein, das Interessante ist eher, dass es Berichte über ein geborgenes UFO in Fort Zancudo geben soll. Und ein geborgenes UFO? Ne, ihr denkt, oh, das gibt's doch jedes Jahr, diese Gerüchte, UFO, bla bla. Nein, Leute, dieses Jahr soll es wohl ein neues UFO geben. Nicht dieses klassische alte UFO, was ihr auch auf dem Grund des Meeres finden könnt und so weiter und so fort. Nein, dieses Mal gibt es wohl ein neues UFO, ein neues designtes UFO, was generell ziemlich cool aussieht, was ihr auch im Spoiler eben gesehen habt. Aber eins nach dem anderen. Denn in den Codings, die natürlich beim Summer Special DLC hinzugefügt wurde, waren natürlich nicht nur die Summer Special DLC Sachen. Nein, natürlich gab es auch noch ein paar andere versteckte Sachen. Zum Beispiel für, na, wer weiß, Halloween? Ja, doch, ziemlich wahrscheinlich, dass es Halloween sein könnte. Natürlich, Leute. Rockstar Games hat natürlich auch schon an Halloween gedacht, wo die das Summer Special DLC rausgebracht haben. Und natürlich haben schon ein paar Leute diese Codings durchsucht und ein paar Sachen auch gefunden. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein Leak, was auch ziemlich interessant ist. Und zwar sieht man hier ein Schiffsteil. Und dieses Schiffsteil könnte zum Beispiel für GTA Online bestimmt sein. Beziehungsweise, das sieht so aus, als könnte man sowas eventuell sammeln. Und was meine ich mit sammeln? Ihr kennt ja doch die ganzen Sammelmissionen. Zum Beispiel, damit ihr das Alien-Outfit freischalten könnt. Damit ihr dieses Superman-Outfit freischalten könnt. Solche Sammelobjekte. Denn dieses Objekt ist jetzt nicht groß oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich relativ klein. Und diese kleinen Teile kann man gut verstecken. Und als Sammelobjekt, keine Ahnung, so 20, 30, 50 oder vielleicht 100 Stück in GTA Online verstecken. Je nachdem, wie lustig Rockstar Games ist natürlich. Was mir jetzt nicht glaubt, können wir auch noch weitergehen. Und zwar, vielleicht kennt ihr diesen lustigen Typ ja noch. Ne? Wenn man die ganzen UFO-Teile gesammelt hat, kriegt man eventuell eine Belohnung, natürlich Geld und AP, aber wer weiß, was man vielleicht noch bekommt, ne? Ich meine, dieser Typ ist generell sehr, sehr, Kuckuck, verrückt, ne? Aber generell verrückt passt halt zu ihm, ne? Halloween passt auch zu ihm, UFO, alles passt zu ihm. Ihr kennt ihn ja auch, Story-Modus, wie man dieses Alien-Auto bekommt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier die Teile sammeln muss. Ich meine, ihr seht auch gerade im Hintergrund, dass die ganzen Teile da rumliegen, dass wir eventuell einen Tipp von ihm bekommen könnten, für eine spezielle Mission, beziehungsweise für einen Fundort. Was meine ich mit Fundort oder spezielle Mission? Naja, ich meine, ihr habt ja eben gesehen, dieses neue UFO, was ich euch kurz gezeigt habe, stand im Hangar. Und wo gibt es Hangar? Natürlich auf der Militärbasis und natürlich alles top secret. Wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel am Halloween, so spät abends, da eine spezielle Mission auftaucht. Ne? Also ein UFO, da ein Hangar steht, das da rumgetestet wird und sonst irgendwas. Deswegen ist dieser Hangar sehr interessant. Natürlich muss man hier auch sagen, dass diese Mission wahrscheinlich so ein Online-Event sein wird und dass das Ganze nur in einer öffentlichen Sitzung passieren wird, könnte. Aber Leute, wie gesagt, das sind auch alles nur Leak-Informationen. Das ist nichts bestätigt von Rockstar Games. Obwohl ja wiederum Rockstar Games gesagt hat, es gibt Berichte über ein geborgenes UFO. Aber man weiß ja nicht, ob das hier gemeint ist. Deswegen alles sehr vage und interessant. Auf jeden Fall, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal genauer anschauen, dieses Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, seht ihr ein fliegendes Objekt. Und das sieht alles sehr interessant aus. Und es ist generell komplett anders wie das gewöhnliche UFO, was wir so kennen. Ist jetzt die Frage, können wir damit rumfliegen oder sonst irgendwas? Also Leute, das kann ich schon mal direkt aus dem Kopf schlagen. Mit sowas dürft ihr wahrscheinlich gar nicht rumfliegen, denn Rockstar Games wird das, glaube ich, nicht machen. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie eine Art Special-Mission an Halloween, so, keine Ahnung, um Mitternacht sein. Kann ich mir gut vorstellen, denn es gibt natürlich auch Fotos über eine Mission mit diesem UFO. Und bei dieser Mission kann man sich wiederum denken, okay, was ist das Ziel dieser Mission? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Aliens eventuell befreien müssen, dass wir denen helfen müssen, halt so gangstermäßig gegen das Militär. Aber Leute, das ist jetzt auch alles Spekulation von mir. Natürlich sieht man hier ganz viel Militär, ganz viele
Ärzte mit ihren weißen Kitteln oder, was heißt Ärzte, Forscher mit ihren weißen Kitteln. Und was euch natürlich auch schon aufgefallen ist, Leute, dass das Tor relativ geschlossen ist. Normalerweise ist dieses Tor ja sehr offen, wie ihr auch hier gerade seht. Deswegen müssen wir auch mal schauen, wann dieses Tor mal geschlossen sein könnte. Also dieser Hangar ist schon etwas anders, als wir es normal in GTA Online kennen. Deswegen müsst ihr da auch mal die Augen offen halten. Wenn das Tor so ein bisschen geschlossen ist, wisst ihr Bescheid, da passiert irgendwas drin. Und ich zeige euch hier auch noch ein paar Screenshots von Twitter, von Leuten, die es aus dem Coding herausgefunden haben. Und die sagen auch, dass da so manche UFO-Shits-Sachen in den Summer Special DLC gefunden wurden. Und naja, Leute, was soll man sagen? Wir bleiben gespannt. Dieses UFO ist auf jeden Fall sehr futuristisch und sehr wenig aussagekräftig, ich muss auch dazu sagen. Man sieht ja praktisch nichts von diesem UFO. Es ist einfach nur schwarz und, naja, wenn man diese Mission hat, kann man eventuell mal ein bisschen mehr sehen. Aber Leute, ich will euch jetzt natürlich nicht nur so ein paar Bilder zeigen. Nein, es gibt natürlich auch ein Video, wie diese Mission aussehen könnte. Und zwar zeige ich euch hier mal das Video. Und ja, Leute, ich sage euch jetzt schon mal, man sieht jetzt auch nicht krass viel, denn es ist natürlich abends, es gewittert und so weiter und so fort. Deswegen, ja, schaut einfach mal selbst. So, ihr habt das Video jetzt gesehen und was haltet ihr denn davon? Natürlich ist das hier nur nachgestellt, also das Ganze könnte auch hier natürlich ein riesiger Schwindel sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Rockstar Games mal was für Halloween geplant hat, denn die letzten Halloweens waren ja relativ, ich sag mal, low. Ne, da kam jetzt nichts Spezielles, wo ich sage so, oh mein Gott, das war richtig cool. Wie vor ein paar Jahren mal, weißt du, wo die ganzen Halloween-Fahrzeuge neu rauskamen und... Ich kann mir generell persönlich gut vorstellen, dass Rockstar Games dieses Jahr gesagt hat, ey komm, 2020, voll gruselig, können wir doch mal was machen. Aber generell bin ich gespannt. Deswegen, Leute, das war's eigentlich schon von diesem Leak-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, es ist generell gruselig hier alles, aber Leute, das wird, glaube ich, ganz interessant. Deswegen haltet die Augen offen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr was gefunden habt. Ich schaue selbst auch auf jeden Fall mal nach, ob in GTA Online was spawnen wird. Und ich bleibe gespannt. Bleibt gesund, Leute. Ich bin raus. Euer Bombard. Ciao.